Liebe Leute, wir gehen ans Auto. Und zwar hat sie ein Auto kaputt gemacht. Sie hat Schrott gemacht. Sie ist gegen die Wand gefahren. Nein, Spaß. So schlimm ist es dann auch nicht. Das ist der gute Northstar. Und zwar, liebe Leute, irgendwie seit ein paar Tagen klackert er so komisch. Ich weiß noch nicht so genau, woran das liegt. Wir werden jetzt mal ein bisschen was überprüfen. Ein paar Stecker zum Beispiel. Was ich schauen will, ist Drosselklappenstelle. Also wo der Mist, wo die Drosselklappe gerade aktuell ist. Dann will ich mir überlegen, ob ich da vielleicht die Zündkabel demnächst mal austausche, weil die wahrscheinlich noch die ersten sind und noch relativ alt. Und vielleicht auch schon irgendwie eine Macke haben oder so. Und vielleicht auch die Zündspulen demnächst mal gucken. Und wenn wir schon dabei sind, Öl messen. So, machen wir das mal. Als allererstes schauen wir uns mal den Ölstand an. Das ist immer gut, wenn man Ölstand guckt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Die Kamera kann das nicht richtig erkennen. Auf jeden Fall ist es genau in der Mitte. Also fast genau in der Mitte. Ein bisschen unter der Mitte. Also einen halben Liter können wir schon reinfüllen. Das machen wir jetzt. Öl. Wunderschönes Öl. So. Niemals zu viel, aber auch nicht zu wenig. So. Okay. Dann schauen wir uns mal dieses nette Teil mal an. Gucken, ob wir es vielleicht ein bisschen sauber machen können. Damit der wieder vernünftig drauf sitzt. Wenn es überhaupt daran liegt. Aber probieren geht über studieren. Der Indiz ist schon mal sehr gut. Man sieht nämlich hier, da ist der Sensor im Prinzip. Und das Ding hier ist extrem verkokelt. Das ist ganz normal, das gehört einfach dazu. Das werden wir jetzt sauber machen. Und dann müsste der zumindest das wieder in den Seilgang passen. Schauen wir mal. Ich will jetzt hier unten mal gucken, ob man es sieht. Da, wenn ihr die Schraube hier seht, habe ich noch einen gefunden. Das ist auch ein Sensor. Der sieht wahrscheinlich vermutlich ziemlich genauso beschissen aus. Den werden wir mal gucken, ob wir an den drankommen, an die unterste Schraube und den dann auch rausmachen können. Ich werde diese Teile wahrscheinlich neu kaufen, weil das jetzt eigentlich keine Lösung ist. Wenn die so dreckig sind, sollte man die eigentlich eher austauschen. Wir probieren das mal. Mit dem Anlasser hat das eigentlich auch ziemlich gut funktioniert. So teuer sind die nicht. Aber dauert halt, bis die da sind und Xylen soll ja vernünftig in die Arbeit kommen. Was mir jetzt auch noch auffällt, die Drosselklappe selber hier innen ist extrem verrußt. Also wenn man sich das mal anschaut, das ist richtig mega, mega verölt. Ich habe noch eine Ersatzdrosselklappe da. Man müsste mal gucken, ob ich das jetzt wirklich austauschen soll oder nicht. Müsste man mal schauen, mal gucken. Oder ob wir es sauber machen, weil diese Drosselklappe, die sieht echt übel aus. Also das ist schon ziemlich heftig. Müssen wir mal gucken. Das geheime Lager. Bikes auch. Nee, ich habe hier meine ganzen Autoteile. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch die Drosselklappe rumliegen haben. Nein. Nein. Schauen wir mal hier rein. Sie das? Nee, warte mal. Doch, oder? Nee, ist sie nicht. Wo habe ich die nur hinten? Habe ich die denn hinten? Habe ich die hier? Nee, hier habe ich die nicht. Da habe ich nur so Kleinzeug drin. Unten dürfte die auch nicht drin sein. Nee. Ist die noch in der Werkstatt? Hier habe ich die Steuergeräte. Das ist sie ja nicht. Dann ist der ABS-Block. Nö, dann ist die wohl unten in der Werkstatt irgendwo. Oder noch am Schlachter dran, aber das glaube ich nicht. Müssen wir nochmal runtergehen. Okay. Ja, irgendwie finde ich sie nicht. Ich finde die Lichtmaschine, ich finde die Servopumpe, ich finde die Ansaugbrücke, ich finde das Klimadingsbums, ich finde den Bremskraftverstärker, ich finde alles, aber nicht die Drosselklappe. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe keine Ahnung,
wo ich die hin habe. Das ist voll krass. Eigentlich kann die nicht so weit sein. Ja, das Schlimme ist, im Winter sieht es hier immer sehr, sehr, sehr schlimm hier drin aus. Man kann sich kaum drehen. Und weil irgendwie alles hier drin gelandet. Oh, warte mal, ich habe da hier ein super geiles Nachtsichtgerät. Vielleicht entdecke ich sie ja so. So, warte mal. Da ist hier nichts. Das Bild ist halt auch, dass es jetzt dunkel ist. Die Bremsscheiben, die alten, die kommen irgendwann mal weg. Das ist das Blöde, dass man so auch nichts sieht. Aktuell. Also Bremskraftverstärker, Bremskraftbehälter für die Flüssigkeit. Das ist nämlich hier zum Beispiel das Steuergerät und die Zündspulen aus dem alten Cadillac. Ich weiß nur nicht, ob das so sinnvoll ist, die nochmal zu benutzen, weil die sind ja eigentlich auch schon klar. Also hier, da sind die alten Stoßdämpfer. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich die hin hab. Im Auto liegen sie auch nicht mehr. Ja, am alten Motor ist auch nicht mehr so viel dran. Also eigentlich sitzt der hier. Aber da sitzt er nicht mehr. Also habe ich ihn ausgebaut. Nur wohin? Das ist die Frage. Naja, dann muss das ohne heute erstmal gehen. Okay, also das Teil ist wieder drin. Passt auch soweit. Es ist halt die Frage, wie mache ich weiter? Warte ich, bis ich die Ersatzteile da habe? Könnte sein, dass das Sinn macht. Aber Xelle muss ja jetzt weiterfahren. Weil das ist das, was wir nur von diesem Mini-Sensor abgekriegt haben. Die Drosselklappe sauber machen müsste man so oder so. Ist halt die Frage, ob wir wirklich warten, bis die Teile da sind. Oder ob ich jetzt wirklich die Drosselklappe ausbaue. Es ist schon sehr spät, es wird bald dunkel sein. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein bisschen Arbeit auf jeden Fall. Es ist nicht das erste Mal, dass ich die Drosselklappe draußen habe. Aber nichtsdestotrotz ist das schon ein bisschen aufwendiger. Nicht hätte ich ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Das Blöde ist halt, ich hätte gern dann wenigstens die alte Drosselklappe. Aber ich finde sie nicht. Ich schaue, ob ich sie nochmal finde irgendwo. Und dann überlege ich mir, was ich mache. Okay, ich habe es doch gefunden, liebe Leute. Wahnsinn, es lag doch auf dem Dachboden unter einem Teil drunter. Ja, irgendwie habe ich nach was Größerem gesucht. Ich weiß auch nicht so genau. Das hat sich unter etwas versteckt. Das ist das vom alten Cadillac, also von dem Schrott-Cadillac, den wir schlachten. Das gehört noch dazu. Da ist auch nochmal so ein Sensor für die Luft drin. Hier ist nochmal so ein grober Filter für, ja, was nochmal grobe Sachen abhält. Normalerweise ist ja ganz vorne der Luftfilter, aber wahrscheinlich nochmal so, damit wirklich auch wirklich, wirklich nichts Grobes reinkommt, falls doch mal ein Schlauch vorne ab ist oder sowas. Genau, da ist nochmal ein Sensor oben drauf. Keine Ahnung, was genau der misst. ABC plus minus steht da jetzt drauf. Aber da die Luft da durchströmt, nehme ich mal an, dass der irgendwie wahrscheinlich die Luftmenge misst. So, dann haben wir hier, die Drosselklappe ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar ist hier das Gaspedal dran, beziehungsweise das Seil vom Gaspedal. Und wenn wir jetzt Gas geben, warte, ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, dann öffnet sich die Drosselklappe und lässt Luft hindurch. Und diese Luft wird dann mit dem Benzin vermischt, beziehungsweise geht über die Ansaugbrücke und dann in die einzelnen Kammern und wird dann, ja, dazu, also die Kombination zwischen Luft und Benzingemisch sorgt dann dafür, dass man einen schönen, ja, schönen, eine kleine Mini-Motorexplosion hat und dann natürlich dadurch auch dann die Kraft erzeugt. Hier sind die zwei Sensoren. Diesen Sensor haben wir vorhin sauber gemacht unten. Schauen wir uns gleich mal an. Und hier ist der andere Sensor, an dem ich nicht dran kam, weil da irgendwas im Weg war. Den schauen wir uns jetzt auch gleich an. Auf jeden Fall werde ich diese Drosselklappe jetzt sauber machen. Weil eine Drosselklappe geht normalerweise nicht so leicht kaputt. Also die sieht auch noch super gut aus. Wir werden die ein bisschen sauber machen. Dann ist hier eine Dichtung drauf. Die, wenn wir runterpellen, die ist halt schon ziemlich fest da drauf. Die müssen wir runter machen. Da brauchen wir dann eine neue oder vielleicht von dem alten, aber besser ist eine neue. Und genau, und dann machen wir das alles blitzeblank und wieder schön plan, damit das dann nachher wieder alles schön aufliegt. Morgen muss leider Xelle so nochmal fahren. Ich hoffe, dass es passt, aber sollte eigentlich hinhauen. Und am Wochenende habe ich dann genug Zeit, das hier auszutauschen und habe dann keinen Stress. Das ist jetzt besser, als wir jetzt hier im Dunkeln das zu machen. Und genau, und ich kann das Ding jetzt hier schön vernünftig sauber machen.
Ja. Genau, das mache ich jetzt. Aber wir, liebe Leute, sind jetzt am Ende dieses Vlogs. Ich werde mich jetzt hier an diese Arbeit dran setzen, werde das Video jetzt auch noch schnell bearbeiten und hochladen, weil es ist nämlich schon knapp 6 Uhr. Und ja, werde mich dann morgen diesbezüglich nochmal melden, vielleicht nochmal ein Bild machen, wie schön sauber ich das gemacht habe. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ich habe hier auch schon Bremsenreiniger und jede Menge Tücher und werde jetzt mich an die Arbeit machen. So, bis morgen. Ciao, ciao.